Das ist jetzt Part 4, ja. Ich habe gestern mit einem Kumpel noch bis 2:30 Uhr morgens den Keller aufgeräumt und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie es aussieht. Ein paar Sachen habe ich jetzt erstmal hier hingeräumt, die kommen gleich in den Müll. Ich gehe kurz mit euch runter. Unsere ganzen Wasserleitungen und der Strom funktionieren übrigens auch nicht mehr, wow. Und unser ganzes Treppenhaus ist so dreckig. Oh mein Gott. Die sind einfach alle nass geworden und müssen jetzt erstmal trocknen. Ach du heilige Scheiße. Und ich hatte ja gesagt, dass mein Nachbar auszieht, weil einfach seine ganze Wohnung auch unter Wasser steht. Ich zeig's euch mal kurz. What the fuck? Oh mein Gott. Seht ihr, wie plattgedrückt einfach auch der Rasen ist? Und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Meine Eltern sind eigentlich bis Sonntag im Urlaub. Bis Sonntag. Weil die Lage aber so hier gerade ist, kommen meine Eltern spontan in 2 Stunden nach Hause. Das geht nicht. Überall liegt Alkohol in der Wohnung. Und wenn ihr sehen wollt, wie meine Eltern nachher reagieren, dann schaut euch definitiv meine Story an, da gibt's die Reaktion. Ja, und leider zeige ich jetzt das nicht, aber... Ja. Tim, wo ist Tim da? Das Problem ist nur, wenn der Fernseher sogar schon rausschwemmt, weil alles voller Wasser ist. Fuck. Seht ihr, wie plattgedrückt hier auch der Rasen ist? Und hier müsst ihr euch vorstellen, da hinten ist der Bach und das Wasser ist da lang geschossen. Und wir haben gestern hier auch schon so eine Absperrung gebaut, damit es eben nicht da reinfließt. Er tut mir halt einfach so brutal leid, weil, schaut mal bitte, es ist einfach so ekelhaft. Oh mein Gott. Was halt einfach richtig kacke ist, dass im Keller auch Sachen von meiner Uroma waren, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Und ja, die sind halt alle zerstört. Alle Erinnerungen weg, alle Kinderfotos, alle Sachen aus meiner Grundschulzeit, einfach alle zerstört. So sah es vorgestern aus. Und das ist der Zustand von gestern. Problem Nummer 3 ist einfach, dass die Wetter-App anzeigt, dass bis Sonntag genauso heftige Regenschauer kommen sollen. Stellt euch mal vor, heute Abend überschwemmt wieder alles. Wenn ihr mal unsere kaputte Waschmaschine sehen wollt, schaut euch gerne mal meine Story an. Wir sind jetzt aus dem Urlaub wieder zurück und wir gehen jetzt in den Keller und fangen da jetzt an, loszulegen. Meine Eltern sind erstmal deswegen hier ausgerastet. Ja, das war die Party, die ich geschmissen habe, ohne dass sie es wussten. Okay. Hier ist auf jeden Fall gerade richtig Stress in der Bude. Unser Vermieter hat gesagt, dass wir den ganzen Keller aufräumen müssen. Also ihr müsst wissen, jeder hat so einen eigenen Raum im Keller. Alle Sachen müssen raus, weil... Warum muss das raus? Weil... Es muss gereinigt werden, desinfiziert werden und dann muss alles getrocknet werden. Auch wegen Schimmelbildung, oder? Schimmel, Pilze... Ich bringe jetzt erstmal Wäsche zu unseren Nachbarn, weil wir bei uns ja nicht mehr waschen können. Ich glaube, das ist 30 Grad dunkel. Mal in den Keller und kümmere mich dann mit Sven darum, dass wir unseren eigenen Raum halt ausräumen. Oh, und by the way, ich habe so einen neuen Ohrring. Findet ihr den schön oder passt der nicht zu mir? Sven ist schon im Keller. Ich gehe jetzt mal runter. Aber es stinkt zumindest, obwohl doch, es stinkt schon so ein bisschen nach Scheiße. Und hier kam übrigens auch das ganze Wasser rausgeschossen und ich glaube, deswegen ist auch so viel Dreck gerade bei uns im Keller. Oh, das ist mein Zauberstab von Harry Potter. Es kommt jetzt nicht weiter.